Hallo, ich bin Küchenchef David Janke und heute möchte ich euch gerne mal zeigen, wie man eine frische Krake kocht, damit man sie danach direkt essen kann oder für andere Vorbereitungen verwenden kann. Heute werden wir Krake kochen. Ein sehr, sehr interessantes Tier, ist eigentlich in allen Meeren. Wir haben es im Atlantischen Ozean, im Karibischen Ozean, im Pazifischen, im Mediterranischen auch. Das ist der ist eigentlich überall immer an der, die leben sehr gerne an der Küste, an der Küstenseite. Meistens sind immer bei Hand gefangen bei Fischermännern, die dann, sagen wir mal, schnorchen oder tauchen und die dann mit einem kleinen Fischhaken einhaken und dann die zu fischen, denn die sind halt sehr schlau und wohnen auch meistens in kleinen Höhlen und so und können sich auch gut verstecken. Sind sehr, sehr intelligent, sind mehr intelligenter als eigentlich die Hunde. Sehr ähnliche Textur vom Fleisch, auch Geschmack wie zum Beispiel Tintenfische, aber die Krake hat eigentlich weniger Fischgeschmack. Sehr, sehr lecker, sehr bekannt, eigentlich in allen Küchen von der Welt, gerade wenn sie auch eine Küste haben. Und in einigen Ländern, wie zum Beispiel in Japan, sagen wir mal, da blanchieren die den nur ganz kurz und schneiden dann zu Sashimi-Schnitte, was sehr, sehr, sagen wir mal, harte Textur ist und sehr schwer zu verdauen. Manchmal nicht so angenehm und die servieren sogar kleine lebende Tintenfische, was natürlich ein bisschen nicht so schön ist. Ansonsten, Tintenfisch ist eigentlich sehr lecker, aber ich würde immer empfehlen, dass wir ihn vorher kochen, was ich euch heute zeigen möchte. Kochen, damit wir eine sehr weiche, sanfte, al dente Textur bekommen, eine beißfeste und dass der halt auch nicht natürlich auseinanderfällt. Das werde ich auch zeigen. Und hier werde ich auch dann zeigen gleich, wie wir dazu andere Geschmäcker dazu geben können im Kochprozess. Und allgemein, Tintenfisch kann man denn danach grillen, marinieren, einlegen und dann schwenken oder mit einem Teich umfüllen und dann ausbacken oder empanisieren. Den können Sie dann, sagen wir mal, in eine Suppe mit reinlegen oder so oder einen Salat damit machen. Dann gibt es halt so viele Möglichkeiten, um den dann danach zu verwenden. Aber ich würde halt immer empfehlen, erstmal die Krake zu kochen, was ich euch heute zeigen möchte. Ne? So, hier haben wir so einen kleinen, sagen wir mal, eine kleine Krake, weil die kann ganz schön groß werden. Man sollte sie nicht unbedingt kleiner kaufen, denn man soll ja auch ein bisschen respektieren, dass die halt auch das nötige Alter haben, um sie dann auch fischen zu können. Kraken sind ja normalerweise immer von Tauchern, wie gesagt, rausgeholt an der Küstenseite. Wenn eine Krake, die essen ja Schalentiere auch, ne, und dann manchmal verlieren die dann auch mal einen Arm oder so, das ist für die Krake nicht schlimm, die wächst dann nach. Deswegen hat man manchmal so ein bisschen dann unverschiedene, sagen wir mal, Dicke an den Armen, wie zum Beispiel hier kann man sehen, das war das halt passiert, ne, da kommt ein neuer Arm raus von der Krake macht das halt nichts aus. Da gibt es ein paar Tricks, wo man sagt, man soll die Krake hauen oder man soll einen Weinkorken dazulegen beim Kochen, damit es weich wird. Ist eigentlich nicht nötig. Man muss nur abwarten, die Zeit abwarten. Dauert ungefähr 50 Minuten bis eine Stunde, 15 Minuten, kommt auf die Größe an, bis sie dann weich ist. Und eigentlich die Krake wird uns genau zeigen, wenn sie dann fertig ist. Wenn man sieht, dass die Haut so ein bisschen aufbricht, dass man so weite, weiße, kleine Linien bekommt, dann sieht man eigentlich, dann weiß man genau, dass es jetzt fertig ist. Und dann soll man es aus dem Wasser rausnehmen, damit dann die Kochtechnik aufhört, ne? Weil das Wasser ist ja sehr heiß. Aber ich werde das dann gleich zeigen, das wird man sehr gut sehen, weil die Haut wird ja so ein bisschen zu so einer lilanen Farbe und man sieht dann besser, wenn die dann halt aufbricht. Ne? Man verliert auch sehr, sehr viel Gewicht natürlich, wenn man eine Krake kocht. Die ist jetzt hier länger, sagen wir mal, wie mein Arm, aber wenn die gekocht ist, wird sie wahrscheinlich nur von hier bis hier eine Größe haben, die wird dann zusammen einschränken. Das ist normal, man verliert auch ein bisschen Gewicht und da muss man auch aufpassen. Wenn man zum Beispiel ein Rezept hat, wo man sagt, gekochte Krake, da muss man natürlich auch berechnen, dass wenn man sie frisch kocht, dass man halt eine ganze Menge davon verlieren wird. Deswegen immer besser halt eigentlich fast das Doppelte kaufen, weil eine Krake kann von 30 bis 45% von ihrem Körpergewicht beim Kochen verlieren. Ne? Eine Krake können wir natürlich halt, wie gesagt, zu sehr verschiedenen anderen Gerichten anwenden, aber jetzt erstmal zeigen, wie wir sie sauber machen und dann natürlich zeigen, wie wir sie kochen werden. So, bevor wir unsere Krake kochen wollen, müssen wir natürlich erstmal schön sauber machen. Ich empfehle schön abzuwaschen, richtig sehr gut, auch diese kleinen Löcher hier überall, richtig schön auswaschen mit kaltem Wasser. Ne? Und danach wollen wir dann im Kopf gucken, meistens kommen die eigentlich schon sauber.
und haben auch im Kopf schon alles rausgenommen, aber um sicherzustellen, wollen wir ihn einfach umdrehen, als wenn das hier wie so ein Socken wäre. Und dann können wir hier so ein bisschen von der Tinte noch und hier ein bisschen vom Gehirn auch, das wollen wir natürlich rausnehmen, bevor wir den kochen wollen. Und ansonsten, was wir auch noch vorher rausnehmen wollen, ist auf der anderen Seite, wo hier der Mund ist. Der Mund ist ja, wie sieht aus wie so ein Papageienmund, sind auch zwei Stücke, das werden wir gleich sehen. Hier, um den rauszunehmen, möchte ich das natürlich nicht zerschneiden. Hier nehme ich einfach meine Daumen von hinten und drücke den einfach nach vorne und der kommt dann automatisch raus. Aber lass mich mal zeigen, wie wir den halt am besten sauber machen. So, jetzt haben wir unsere Krake schön sauber gemacht, schön ausgewaschen, den Mund rausgenommen und auch ein bisschen vom Gehirn. Jetzt haben wir hier schon Wasser am Kochen. Zu dem Wasser werden wir ein bisschen Meersalz dazugeben, Karotten, Sellerie, Lauch, ein paar Limonen, Zwiebeln, Knoblauch, geräucherte Chilis, Pfefferkörner und dann werde ich es dazugeben, warte erstmal, bis es zum Kochen kommt und dann nehme ich die Krake und werde sie dann erstmal für 3 Sekunden reintauchen, wieder rausholen, dann nochmal 3 Sekunden rein und wieder rausholen und dann noch ein drittes Mal und dann lasse ich sie ganz reinfallen. Das hilft nur ein bisschen, damit sie nicht so schnell zusammen einschränkt und dann so zäh wird, so hart wird. Machen wir es ein bisschen langsam und dann langsam kochen lassen, ungefähr 50 Minuten. Dann werde ich dann nach der Krake schauen, ob sie Risse in der Haut hat, was mir dann zeigen wird, dass sie dann fertig gekocht ist und eine sehr gute Textur hat, um sie dann direkt zu essen oder sie für andere Vorbereitungen zu verwenden. Aber ich werde euch jetzt mal zeigen, wie wir das mit den Tintenfisch machen, um ins Kochen zu bringen. Ne? Und danach dann noch zeigen, wie er aussieht. Denken Sie daran, wenn Sie die Gemüsesalze zugeben, warten Sie erstmal, bis er zum Kochen kommt. Und dann machen wir den Tintenfisch halt da rein. Ne? Aber lass mich mal zeigen, wie wir es machen. Die Krake hat jetzt gekocht für 50, 55 Minuten. Lass uns mal nachschauen. Wir wollen halt sehen, ob wir weiße Risse in der Haut haben, in der Oberfläche. Die Haut ist hier so ein bisschen so violett Farbe. Und wenn wir da halt, wenn die aufbricht und man sieht da halt Risse, die dann halt dieses innere Fleisch, was weiß ist, zeigt, dann können wir eigentlich sehen, dass es gut gekocht ist und al dente ist und sehr schöne Textur hat und dann wollen wir ihn halt rausnehmen, weil wenn wir ihn zu lange kochen, dann würden die ganzen Tentakeln und alles abfallen und das wollen wir natürlich verhindern. Ne?
Und hier zum Beispiel können wir sehen, wir haben alles noch schön komplett, alles noch schön zusammen, aber die Haut fängt an zu brechen und wir haben hier die Risse drinne. Und das zeigt mir dann, dass es halt genau die Textur ist, die wir haben wollen. Wie gesagt, das ist jetzt hier fast eine Stunde, den er gekocht hat von der Größe. Und man kann sehen an mehreren Stellen, wo das gerade jetzt hier passiert. Und dann wollen wir halt den Oktopus, die Krake aus dem Wasser rausnehmen, damit wir halt jetzt sie direkt essen oder halt abkühlen lassen, um danach halt andere Kochtechniken anzuwenden. Ne? Und das ist halt mein Tipp, wie man am besten eine Krake, einen Oktopus kocht, um den halt in eine schöne, sanfte, sagen wir mal, Textur zu bekommen. Denn jetzt kann man ganz leicht hier einfach nur mal reinschneiden und das geht halt, wie man sieht, schon ganz leicht, um hier dann das auch schön zu essen. Ich will das nicht ganz abschneiden jetzt, aber wie gesagt, das ist halt eine schöne Textur und denkt daran, die Krake zeigt uns dann halt, wenn sie dann fertig ist, indem wir diese Risse an der Haut sehen. Ne? Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, dass ihr mein Video angeschaut habt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat oder auch ein bisschen geholfen. Ich bin Küchenchef David Janke. Bis zum nächsten Mal.